Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Outlast 2. Und, oh Gott, Blake stöhnt die ganze Zeit. Das ist unfassbar unangenehm, weil, ich hatte die ganze Zeit, ich nehme ja jedes Mal einen Ton nebenbei auf, mit einer extra Datei. Und das Problem ist, wenn ich dieses Spiel minimiere, höre ich trotzdem den Ton. Es ist ziemlich, ziemlich hart. Weil du die ganze Zeit diesen bescheuerten Ton hörst. Und da war ich ganz kurz mal eine Flasche Wasser holen. Was macht meine Katze? Setzt sich jetzt hier auf dem Stuhl, sodass ich mich jetzt hier... Ich sitze wirklich mit der Arsch... mit meinem Arsch an der Kante. Weil es ist gemütlich. Ist total gemütlich. Also wenn ich mich jetzt hier erschrecke, falle ich wahrscheinlich hin, aber kein Problem. Oder die Katze knallt mir eine. Wir werden sehen. Wird bestimmt jetzt auf jeden Fall lustig. Andere würden jetzt bestimmt sagen, ja, schmeiß die Katze doch raus. Ja, ihr habt recht. Aber irgendwie mache ich das nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ich lasse sie einfach da. Oh nee. Nee, nicht die blöde Tante. Oh, bitte nicht diese blöde Tante. Magst du mal bitte hier vorbeikommen? Bitte. Ich hab sie verloren. Ich hab ihre scheiß Waffe da gesehen. Und jetzt geht sie wieder zurück. Natürlich geht sie jetzt wieder zurück. Aber ich muss da lang. Ich muss sie wahrscheinlich wieder weglocken oder so. Oh Mann, Komm. Komm her. Na, meine Süße. Hier bin ich bestimmt sicher. So wie es, wie beim letzten Mal war. Tante, bist du weg? Wenn es wie beim letzten Mal war, dann wird sie jetzt einfach verschwunden sein. Und ich hoffe, das ist jetzt auch so. So, ich geh jetzt einfach mal raus. Vielleicht wird es gerade so gestöhnt. War ich das? Junge, hör auf damit. So, sie wird jetzt hier bestimmt nicht sein. Ich hoffe jetzt einfach mal. Nein, die ist nicht da. Was war das denn? Das Wasser. Wind. Wasser schwebt, glaube ich, nicht. Ich habe jedenfalls noch nie davon gehört, dass das Wasser schweben sollte. Okay, das war gerade mein Schatten. Schlifka, nur dein Schatten. Nichts Schlimmes, nur dein Schatten. Oh mein Gott, du hübsches Pferd. Was haben die mit dir gemacht? Magst du nicht aufstehen? Wir reiten zusammen und zwar hier drüber. Du springst drüber und ich sitze auf dir. Bitte. Hey, warum sind hier so viele Fliegen? Da war doch nur ein Pferd. Ach, hier kann ich auch noch lang. Wir gucken einfach mal, was wir hier so haben, ne? Ey. Gott, diese Musik. Diese Musik ist... Ja, ist ja okay. Ich lade ja schon nach. Aber guck mal, es sieht so aus, als hätten wir... Es sieht wirklich so aus, als hätten wir... Naja, als wäre es schon hell, oder? Sieht es nicht wirklich aus nach dem... Naja, hallo, nimm die doch. Nach dem Vollmond. Also schon ein bisschen, aber...
als würde die Sonne scheinen, doch die kommt nicht wirklich raus, weil der Ort hier so verflucht ist, oder? Okay, ich glaube, das Spiel möchte, dass ich da durchgehe. Was zum Teufel war das? Ey, das waren wir doch gerade nicht. Nee, ich glaube, das waren wir gerade nicht. Irgendwas hat hier gerade mega behindert gestöhnt. Oh Mann, ja. Armes Tuk-Tuk. Kann ich nicht irgendwie die Taschenlampe auseinandernehmen? Warum nicht? Da war ich gerade. Was muss ich sagen? Ist echt unbequem, so zu sitzen. Okay. Okay. Nur Kühe. Nein, nicht nur Kühe. Mm-mm. Oh, boah, jetzt habe ich eine Gänsehaut. Oh Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße. Boah, jetzt müsste einer mal die Augen aufmachen, ne? Ich glaube, dann schmeiß ich den PC weg. Aus dem Fenster und dann... Boah, Alter. Boah, jetzt kribbelt es mich überall. Mensch. Oh Gott, ey, wirklich mit Fuß, Beine, Haut. Mhm, toll. Kopf. Alles kribbelt hier. Ja, ich würde, ganz ehrlich, ich würde jetzt lieber hier so rumhängen, als hier rumzugehen. Wollen wir tauschen? Boah, meine. Hauptsache, ich merke das hier nicht. Oh Gott, ist das ekelhaft. Oh Mann. Meat hung to cure. Hooks through their Achilles tendons. Oh, durch die Achillessehne. Oh nee! Oh mein Gott, das tut doch voll weh. Boah, ich hatte damals so ein richtig behindertes Bett, als ich bei meinen Eltern noch gewohnt habe. Das ist ohne Witz. Das... Kann ich da durch? Bah, Alter. Achso, hier war ich gerade. Aha, okay. Ah, Kashmir, okay. Kapiert. Ja, ich war, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, hatte ich so ein Bett. Also das ist auch schon wirklich lange her. Also, da war ich, glaube ich, 10, 9 oder so. Ja, daran kann ich mich noch erinnern, es wäre gestern gewesen. Jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, zur Schule gegangen, im Kindergarten, was auch immer, ich hatte so ein Bett, wo unten eine Lücke war. Also du konntest unten drunter schauen. Das Problem war, kurz darüber war halt so eine Holzplatte. Jedes Mal, es hat so lange gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe, nicht mit meinem verkackten Bein dagegen zu knallen, habe ich mir mit der Achillessehne, boah, ich bin da so richtig schön aufgeratscht. Und ich schlafe ja ohne Socken. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich schlafe ohne Socken. Ich hasse es, mit Socken zu schlafen. Oder ist kacke. Und dann immer schön alles aufgeratscht. Und jedes Mal, wenn es schon alles, wenn schon alles auf war und du hattest da schon Schmerzen, dann nochmal. Schön hinterher. Ja. Oh nein. Was mit den Menschen? Oh Gott. Oh, der hat ja keinen Kopf mehr. Und du bist nackig. Die hat man ausgezogen. Die hat man wirklich komplett alles weggenommen. Die ganze Würde, ne? Hallo. Hallo. Okay. Oh Gott, was, da hängt ja noch... geil. Also, ich möchte mal ein bisschen... Ich möchte gerne Nacken bestellen. Vom Mensch. Dankeschön. So, rechts oder links? Mal links. Hier irgendwas? Ernsthaft? Hier ist jetzt, verstehe ich das richtig? Hier ist jetzt ein Gang. Hier ist nichts. Na gut. Auf jeden Fall sehr sinnvoll, ja. Ich habe irgendwas verpasst. Oh nö. Ist ja ein richtiges Schlachtfest hier. Oh, die ist ja cool.
Und die ist ja wirklich cool. Die würde ich gerne mitnehmen. So, einmal Hand rein. In das Spiel rein. Stinkt zwar jetzt ein bisschen hier, aber oh, cool, schon weg. Ne, wobei, ich glaube, diesen Geruch kriegt man nie wieder weg. Ist hier noch irgendwas? Hier ist auch nichts. Hier irgendwas? Natürlich ist die geschlossen. Wie sollte es auch anders sein? Wie viel habe ich denn noch? Wie viele Batterien? Well, there's no way to open that fence. Ja, ja, ja. Maybe there's another way. Immer mit der Ruhe. Okay. Ich glaube, wir müssen hier einmal ziehen. Oh, nee. Oh, nee. Okay, was machen wir jetzt? Ach, wir brauchen das Ding. Ich warte mal nach. Das Ding ist, ich habe jetzt nur noch eine Batterie. Das ist kacke. Ich wusste jetzt auf jeden Fall, dass wir genau das hier brauchen. Da hinten sind halt... Oh ne, jetzt muss ich auch noch da rein. Immer Nase zu halten. Okay, wir riechen jetzt hier gar nichts. Boah, das muss so hart stinken. Oh nee. Meine... Okay, warte mal, wir lesen das anders. So... Martha, meine Meistgeliebte, meine Jagdhündin, mein Racheengel. Val hat Templegate verraten, hat Gott verraten, hat mich verraten. Sieh tief in dein Herz und nimm deinen Hass und mache ihn zur Strafe dieses verfaulten, ketzerischen Schweinefickers. Val muss leiden und um Vergebung betteln, die du ihm nicht geben wirst. Val muss in der Dunkelheit sterben, fernab von Gottes Liebe. All jene, die Fall folgen, sollen vor dem Tod um Gnade betteln, die dein Herz nicht kennt. Lass Gott für dich gnädig sein, damit du es nicht sein musst. Papa liebt dich, Gott vergibt dir. Noth. Ja, dieser Junge, dieser Mann hat auch definitiv einen an der... Ach, das ist an Martha gerät. Ach so. Ach so. Okay, die Frau, die ganze Zeit hier, die Tante, die ich immer Tante nenne... Wir haben ja Tante 1 und Tante 2. Tante 1 ist die hier mit dieser Waffe. Das ist Martha, glaube ich, oder? Das muss eigentlich Martha sein. Und sie ist auch anscheinend hinter Fall, wie auch immer, her. Wir haben bis jetzt nichts verpasst. Finde ich gut. Kann so bleiben. Haben wir noch irgendwas? Ich habe konstant eine Gänsehaut. Das ist ganz schlimm gerade. Komme ich denn jetzt hier raus? Oh, nee, ja. Oh, nee. Ach, darf ich da hochklettern, ja? Schön. Oh. Oh, oh. Ach, da kann ich ja nicht. Nee, da kann ich ja nicht durch. Fuck, 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 fuck. Was mache ich jetzt? Oh, sie hat die Tür zugemacht. Ich will da nicht raus. Ey, ohne Spaß. Die ist doch jetzt... Oh, nee. Die olle Kuh hat die Tür zugemacht. Ah, ich fasse es nicht. Dumme kleine Ratte. War es immer hier schon so dunkel? Ja, ne? Okay, die war da irgendwo rechts. Oh mein, oh mein Gott. Nee, das wird mir hier zu viel. Ich sehe hier nichts. Es ist viel zu hell hier. Fuck, wo ist die, Alter? Die ist hier irgendwo. Die kann nicht einfach weg sein. Kann mir keiner erzählen. Oh, ne. Oh, oh.
Weg! Lauf, 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 lauf! Lauf! Mach, Junge, mach! Beeil dich doch! Beeil dich doch, Junge! Beeil dich! Mach! Oh nee, oh nö, oh nö! Oh, verpiss dich! Es ist praktisch, dass es genau das Tor jetzt runtergeht. Alter, verpiss dich, du! Okay. Ey, die ist gerannt! Keep moving. Die ist gerannt! Die Tante kann ja rennen! Boah, ich hoffe, wir sehen dich nie wieder. Ich glaube, dem ist nicht so. Oh Mann, oh mein Herz. Oh, meine Knie. Alles, alles zittert gerade. Das heißt zittert, ich habe überall Gänsehaut. Oh, toll. Oh Mann, Alter. Jetzt kann ich auch wieder zwei Wege gehen, oder was? Old Mine, okay. Babylon, Errungenschaft freigeschaltet. Ach so, was ich euch noch erzählen will, das ist der größte Witz überhaupt. Ach, da ist die Mine. Kann das sein? Oh, das ist aber ein schönes Bild. Oh, das sieht schön aus. Ich habe ja im letzten Video erzählt, dass ich jetzt über eine Woche nicht mehr gespielt habe. Und ich habe Outlast 2 gestartet. Und bevor ich es gestartet habe, kann ich irgendwie durch? Nee, kann ich nicht. Nein, darf ich nicht? Okay, nein, dann halt ich. Mensch. Halt mal geguckt, auf wie viel Prozent hast du denn schon freigeschaltet? Ich habe gerade, sage und schreibe gerade mal 4 fucking Prozent freigeschaltet. 4! Und ich habe dieses Spiel schon, keine Ahnung wie lange gespielt. Irgendwie bin ich unfassbar langsam. Oder dieses Spiel dauert unglaublich lange. Ich weiß es nicht. 4%, das ist nichts. Hey, was zum... Dein Ernst? Okay, das ist Kaktus 3. Oh, na. Scheiß Kaktus. Ist das die Mine? Ist normal, dass oben Kreuze sind? Ja, für dich. Ich kann hier oben... Oh, ich kann hier oben... Nee, ich kann... ja, toll. Langweilig. Also einem wird auf jeden Fall jedes Mal gezeigt, wo man lang gehen muss. Ist hier jemand begraben oder was? Oh, wieder die Martha. Nee, ich dachte, wir sind die losgeworden. Liebste Martha, wir machen so. Liebste Martha, meine meistgeliebte, vertrauteste, meine intime Gefährtin seit deiner Kindheit. Ich weiß, dass dein Glaube unvollkommen ist. Ich weiß, dass Zweifel an deinem Herzen nagt und Tränen deine Wangen waschen. Du glaubst, dich des Mordes sündig gemacht zu haben. Doch erhöre mich. Du würdest nur sündigen, würdest du nichts tun. Wenn du einen wilden Hund nicht in Ketten legst, bist du nicht schuld, wenn er ein Kind angreift? Wenn du die Spinne in der Krippe nicht tötest, bist du nicht schuld an ihrem giftigen Biss? Wenn du ein Feuer nicht hemmst, bist du nicht schuld an jedem Unschuldigen, der brennt? In jedem Fall macht Trägheit dich zum Mörder. Und so gilt, jedes Leben, das du nicht nimmst, das der Feind sein könnte, wäre durch Trägheit ermordet. Denn der Feind ist wild und giftig und ein hungriges Inferno. Halte durch, stoße das Messer. Du brauchst keine Vergebung, denn du hast nicht gesündigt. Wisse, dass dein Tempelgate dich braucht. Wisse, dass ich dich liebe. Dass Gott dich liebt. Noth. Oh, dieser Junge hat ein ganz großes Problem und dieses Mädchen auch. Oh, aber dieses Kind ist ja immer so. Er schreibt hier seit ihrer Kindheit und Kinder lassen sich am besten beeinflussen. Das weiß jeder. Nur, dass man sich so weit beeinflussen lässt, dass man andere Menschen tötet und die mit Spinnen vergleicht, die eventuell ein Kind durch Gift töten können, finde ich doch sehr krass formuliert, würde ich mal sagen. Aber auf jeden Fall wissen wir jetzt, okay, das ist Martha und anscheinend steht Noth irgendwie auf Martha, weil er sie irgendwie rumgekriegt hat. Also damit meine ich, dass er sie dazu gebracht hat, Menschen zu töten und er sich jetzt vielleicht erhaben fühlt, kann das sein? Ich weiß es nicht, aber
Vor allem, was ich interessant finde, ist, dass sie anscheinend als Kind, naja, wie soll ich sagen, dass sie leben durfte. Denn, so wie ich das jetzt verstanden habe, bringt Noth ja eigentlich alle Kinder hier um. So gut wie alle. Und es verwundert mich doch jetzt sehr stark, dass er ein Kind auserwählt hat, sozusagen, und sie zu, ja, zu seiner Gefährtin machte. Vor allem schätze ich ihn eigentlich so ein, dass er seine Macht nicht teilen mag. Aber gut, wer bin ich schon, der sowas behauptet und die sowas behauptet? Ich muss sagen, die Musik wird immer schlimmer. Wirklich jetzt. Ah, jetzt komme ich nicht rein, oder was? Nee, oder? Und was mache ich jetzt? Kann ich auch nicht? Nee, hier kann ich auch nicht entlang. Aha, das ist ja interessant. Ja, hab ich irgendwas verpasst? Nee, oder? Hm. Kann ich hier runter? Tatsächlich. Oh! Oh! Ich glaube, wenn ich jetzt runterfalle, dann bin ich tot, oder? So. Ich weiß nicht, warum ich jetzt darüber gelacht habe, wenn ich tot bin. Ich kann es euch nicht sagen. Habe ich hier irgendwas verpasst? Kann das sein? Ja, wahrscheinlich habe ich was verpasst, aber... Ja, ist ja okay. Shit, ich glaube, wir haben jetzt... Haben wir noch eine? The road to the mine is somewhere. Wir haben keine mehr. Okay. Ey, ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung, wo ich lang muss. Wartet mal, kann doch nicht sein. Kann ich hier rüber? Nee. Hier ist wirklich nichts. Hä? Ah, lol. Muss ich da... Ah, lol. Okay. Moment. Ach. Oh, nö. Oh, nee. Wait. Wait. This is before I found her hanging. Wake up. Wake up. Ja, bitte. I'm still here. Wach ganz schnell auf. Oh, ja, schon wieder diese Kacke hier. Okay. Hat er irgendwas weiß ich nicht. Hört man vielleicht was, wenn man es rückwärts sagt? Jessica, Jessica, Jessica. Nee, ich möchte die eigentlich. Nö. Nö. Eigentlich. Ich hasse die Schule. Ich hasse die Schule wirklich. Oh Gott, selbst auf dem Boden steht Jessica. Oh, das ist krass gemacht. Guckt euch das mal an. Ganz ehrlich, ich glaube noch, die Schule, die wird ein Ort sein wie bei Outlast 1, wo man sich wirklich hier in Schränken verstecken muss oder so. Irgendwas ist... Ein Stuhl ist davor. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht durch oder was? Ich möchte aber da lang. Da ist alles schön hell und da ist alles dunkel und da ist alles kacke. Öffnen, öffnen. Hier, tatsächlich, ich kann hier nicht vorbei. Guck mal, es sieht aus, als hätte ich so zwei Zöpfe. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es erstmal für diese Folge. Es ist mal schön, nicht mehr so eine Musik zu hören. Oh Gott, ist ja okay. Spiel ist ja okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.